Hallo und herzlich willkommen zu einer wunderschönen neuen Folge von Thomas IFA Garage. Es freut mich sehr, dass Sie wieder eingeschaltet haben und sich diesen Quark, den ich hier erzähle, anhören. Wie in einem der letzten Videos angekündigt, Le Chocolat de Nudossi. Unser wunderschöner Nudossi-Trabi von meinem Freund Mario. Und wir werden uns heute diesem Kfz als erstes so ein bisschen annehmen. Und ja, damit starten wir heute einfach und da wünsche ich euch schon mal viel Spaß dabei. Grundsubstanz des Autos ist wirklich gut. Also der wurde ja auch schon mal lackiert und so weiter. Da gibt es wirklich nichts zu meckern. Aber wir sehen es gleich nochmal auf der Seite drüben. Radbremszylinder undicht. Radlager Hinterachse ein bisschen nicht so ganz taufrisch mehr. Und der soll ja einen neuen Motor und neues Getriebe kriegen. Liegt alles schon da. Aus diesem Grund mache ich das jetzt quasi so, wie ich es eigentlich am liebsten mache beim Trabi. Nämlich, dass ich nur die gröbsten Anbauteile hier vorne wegbaue. Und dann den kompletten Hilfsrahmen mit Motor, Achse, alles drum und dran einfach nach unten wegnehme. Weil dann können wir mit der Vorrichtung, um das Auto hier zu rollen, das Auto wieder von der Bühne schieben. Und ich habe quasi Motor und Getriebe schön einzeln da liegen und kann quasi ohne hier die Bühne zu nutzen wunderbar an der ganzen Geschichte weiter rumbauen. Wenn wir quasi einmal vorne dabei sind, bremsen, machen wir natürlich hinten die Bremsen gleich mit. Da der Hauptbremszylinder und die Bremsleitungen an sich verhältnismäßig neu sind, aber wir nicht wissen, wie neu, hat sich Mario dazu entschieden, auf jeden Fall nicht auf Dot 5 zu gehen. Ist seine Entscheidung, kann jeder ja machen, wie er will. Auf jeden Fall kriegt der Gute eine TF150, das hatte ich schon gesagt, in Verbindung mit 15 Zoll und kleiner Sturzkorrektor hinten. Da werden wir mal sehen, wie das ganze Thema am Ende so aussieht. Und auch an der Hinterachse will ich das so machen, also quasi komplett abnehmen, die ganze Geschichte. Und dann dort das Ganze aufarbeiten entsprechend. Also, von daher bin ich echt gespannt, was uns hier so erwartet. Und ja, wir schauen einfach mal. Quasi uns schon zum Opfer gefallen, nämlich vorne der Stoßdämpfer, war nicht fest, nur oben, schön, rausgefallen, wunderbar, kann man so machen, sollte man aber nicht. Auch sehr krass, und da war ich noch nicht mal dran, ja, also kommen wir nicht so wirklich fest, was wir schon wussten. Von der Sache her alle drei Auspuffhalter, also sprich Halter von Endschalldämpfer, sind alle Moos in den Fritten. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, die Grundsubstanz ist wirklich gut. Da kannst du nicht sagen. So von der Sache her. So, ich habe quasi schon mal die Trommeln mit dem Rad abgezogen. Haben wir ja bei der Trabantvermietung in Chemnitz gelernt, dass das sich etwas einfacher macht, als
quasi Rad abschrauben und dann die Trommel abzuziehen. Wir haben Gleichlauf, die Lenkwellen vorne. Bedeutet ja, wir brauchen keinen Abzieher. Und da ist es halt besser, wenn du wirklich die Trommel mit dem Rad zusammen abziehst. So, ich habe jetzt auch die unteren Schrauben am Hilfsrahmen schon gelöst. Also es sind jetzt nur noch zwei Schrauben. Jetzt hole ich mir wieder mein Rollbrett, stelle das schon mal drunter und dann kann die letzte Schraube auch raus, die letzten beiden. Quasi schon, ob das Ding noch ein Stückchen tiefer muss oder nicht, wenn die Schraube entsprechend auf Spannung ist oder halt nicht. Auf der anderen Seite ist jetzt genau umgedreht, da muss er noch ein Stückchen runter. Müssen wir noch ein bisschen korrigieren, welchen denke ich drüber. Aber so, prinzipiell kann es laufen. War jetzt ein bisschen blöd von mir. Ich hätte das den Rollbaren viel weiter hinten ansetzen sollen. It was at this moment that he knew. He fucked up. Na, was schief hier? Mit so einer originalen Blattfeder, das riecht ja sackjang aus. Das Ding vorne, also durch die Vorspannung dermaßen hoch. Junge, Junge, Junge. Gut, dann kümmern wir uns jetzt um Hinterachse. Von der Sache her, gleiches Spiel. Radkappen ab. Dann machen wir das jetzt hinten auch so. Wir bürteln das Blech auf, danach schrauben wir die Mutter ab. Das hat erstmal noch nicht so funktioniert, wie soll. Nee. Super. Da wir Radlacher ja sowieso auf der Seite machen oder auf beiden Seiten machen. Hoffe ich. Das habe ich jetzt natürlich nach drin rausgeschlagen. Hier ist die Fettkappe. Ist ja aber nicht weiter tragisch. Ja, selbes Spiel, andere Seite. So, was an der Hinterachse auf jeden Fall Fakt ist, ist, dass viel zu kurze Stoßdämpfer, wahrscheinlich von der Tieferlegung, die eingetragen ist, eingebaut hat und damit der ganze Korken dermaßen unter Spannung ist. Das war wahrscheinlich auch vorne der Grund, warum keine Dämpfer drin waren, weil du die so weit gar nicht gespannt kriegst. Ja. Und ich meine, ich zeige es euch jetzt nochmal im Detail. Hier sieht man es auf jeden Fall eindeutig, wie viel länger der Stoßdämpfer eigentlich mal noch sein müsste, um mit der Blattfeder zu funktionieren. Also im Fahrzustand zieht er den immer auseinander, ist quasi nur eine Frage der Zeit, bis er kaputt ist, beziehungsweise wenn er nicht sogar schon kaputt ist. Blattfeder ist raus.
Habe ich mit Absicht nicht gezeigt. Ihr wisst, das ist ein bisschen nicht zur Nachahmung geeignet, wenn man keinen Federspanner hat. Jetzt sieht man auf jeden Fall, für welche Tiefe die Stoßdämpfer so ungefähr geeignet wären. Und ja, dass das auf jeden Fall so nicht richtig war, wie es vorher war. So, jetzt ist ja eigentlich Heimspiel, habt schon gesehen hier. Bremsleitung habe ich schon abgeschraubt. Jetzt machen wir einmal hier, einmal Mitte und das Ganze zweimal. Und dann kriegt man ja schon die Dreieckslenker raus. Hier kam quasi schon mal die Info, dass einer von denen nicht mehr so ganz taufrisch war. Müssen wir mal sehen, ich glaube der war's. Ja, zumindest die Verschraubung. Habt ihr gesehen? Fast hätte ich dann schon ausgelassen, aber diesmal. Gut, das müssen wir dann sehen, ja. So, jetzt kommt quasi hinten unsere super duper geile, ja, ich sag mal Montage, Rollbarkeits Antilope dran. Für vorne haben wir das ganze Thema auch. Damit können wir das Auto ablassen. Wie gesagt, es kann runter von der Bühne und bleibt damit lenkbar. Und wie gesagt, wir blockieren die Bühne nicht. So, jetzt zerlegen wir die Hinterachse entsprechend. Also mein schwerwiegender Verdacht ist tatsächlich, dass die gar nicht offen war. Weil der Radbremszylinder ist so, also ich habe es auf der anderen Seite schon gesehen, quasi so verschmantet, dass der auf jeden Fall nicht gewechselt wurde. Auch die Beläge sahen hinten anders aus als die von vorne. Und wie gesagt, ich durch das Thema mit der Bremstrommel, würde ich jetzt mal sagen, haben sie die Trommel hinten ja nicht abgekriegt. Weil wie gesagt, da braucht sich ja durch das Einschlagen des Pimmels hier schon ein bisschen Gewalt. So dass das wahrscheinlich, wie gesagt, gar nicht abgewesen ist. Ja, dann auch die Nachsteller und so waren schön gefettet. Sieht aber eben nicht aus wie aktuell, sag ich mal. Schrauben von der Stoßdämpferaufnahme. Ich habe auf der anderen Seite auch verhältnismäßig gut abgekriegt. Hier sieht es auch gut aus. Achso, warum machen wir das jetzt alles hier? Wir machen das, weil wir die Hinterachse strahlen und pulvern lassen wollen. Ja, ich meine, wenn es einmal ab ist, dann können wir es auch gleich richtig machen. So, den Pimmel raus. Obwohl, hier sieht es aus wie neues Fett. Komisch. Ich höre auf mit Mutmaßen, sonst das bringt sowieso nichts. So, schrauben wir die Muttis wieder rein. So, dann holen wir mal den Kollegen Simmering raus. Das ist auch so einer hier mit Stahlring quasi außen. Meine Fresse! So gut, habe ich jetzt rausoperiert. Dann machen wir wie sonst auch mit dem Radlager kurzen Prozess. Da fangen wir ja nicht lange. Zack! Raus war's. Ja, das meine ich halt irgendwie, das ist ja neueres Fett. Dann jetzt dem Radbremszylinder ankragen. Die Schraube hat es auch freiwillig hergegeben, das Feld. So, da haben wir das eigentlich soweit. Jetzt machen wir das noch ein bisschen sauber. Ich habe hinten bei mir im Lager mir eine kleine Kiste gemacht. Da packe ich quasi so Teile rein, wie jetzt hier. So eine Art, ich sage jetzt mal, Verschlussstopfen fürs Strahlen und das Pulvern von den Lagersitzen. Das ist insofern ganz angenehm, weil die Jungs sich dann nicht so krass vorsehen müssen.
wie gesagt, beim Pulvern und beim Strahlen. Und damit quasi der Lagersitz dann nicht so in Mitleidenschaft gezogen wird. So, ja, das ist hier schön verschlossen. Und die Welt ist in Ordnung. Ja, meine Freunde, um das vielleicht ein bisschen thematisch, inhaltlich bei der Sache zu lassen, endet das Video dann schon hier. Und ich hoffe, ich konnte euch wieder mal zeigen, dass man die kompletten Achsen in vielleicht, keine Ahnung, wie lange das jetzt war, 2 Stunden oder so, wenn es hochkommt, rausbauen kann, Baufreiheit hat, sich in Ruhe um den Unterboden kümmern kann und das wirklich eine angenehme Geschichte ist. Wenn alles abgeht, alles funktioniert und so weiter, ist das wirklich eine Sache, die schnell gemacht ist und die ja die Grundlage für alles andere, was jetzt kommt, ist. Ich schwinge mich jetzt ins Auto, schaffe die Teile weg zum Strahlen, also was die Hinterachse anbelangt, damit die dann möglichst schnell zum Pulvern können und wir die Hinterachse aufbauen können. Beim nächsten Mal fangen wir quasi mit der Vorderachse oder machen wir mit der Vorderachse weiter. Also sprich, da machen wir die Bremse vorne neu, Motor und Getriebe kommen raus, das, der neue Motor und Getriebe kommen rein, Zündung rein, die ganzen Anbauteile ringsrum dran. Also das ist das, was wir jetzt beim nächsten Mal machen. Der Aufbau beginnt quasi schon. Und ich hoffe, dass wir dann im Laufe der nächsten Woche, also für mich jetzt im Laufe der nächsten Woche, auch das Thema mit der Hinterachse angehen können, damit das Auto verhältnismäßig schnell wieder auf die Straßen kommt. An dieser Stelle, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder. So die Hoffnung. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis dahin. Ciao, ciao.